Kann ich bitte noch nicht angegriffen werden? Yo, what the fuck? Ja, Leute. Ja. Ah. Da doch schnell nach. Hier. Meine Waffe backt einfach in dem rum, Digga. Er kann seine Waffe nicht ziehen, weil sie in dem Monster rumbackt. Ich hab die Fässer ehrlich gesagt beim ersten Mal noch nicht gesehen. Das macht alles viel einfacher. Da ist jemand in Schwierigkeiten. Verdammt, die machen ihn fertig. Vielleicht kann ich sie überraschen. Ach, der hinten ist eine Axt, die ich jetzt gerade erst. Da scheiß mal nicht so rum wie so ein Doofen, Alter. Das wird Till, ne? Ey, yo, hör mal jetzt. Was macht der denn, Cassiano? Was machst du? Ja, hallo, geh mit. Komm, wir plebs. Also alle kommen ja, Hampelmänner. Hat er wieder keine Ausdauer mehr. Keine Zeit. No. Aua. 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 Auf was schießt du eigentlich? Kommt. Sie sind aus dem Suchteam. Wie sind Sie hergekommen? Ich habe was gesucht. Was genau wäre das? Hier ist es gefährlich. In meinem Unterschlupf reden wir. Nach Ihnen. Wir sind... Ja, sofort. Wir sind aus dem Suchteam. Was machen Sie hier? Ich habe was gesucht. Hey, wo ist der hin? Scheiße. Ah, hier drin, okay. Hier lang. Ich komme hier nicht rein. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Mein Name ist Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, hä? Hab von Ihnen gehört. Sie haben Beacon überlebt, richtig? Woher wissen Sie das? Ich bin STEM-Programmierer. Kann aber auch noch andere Sachen. Wie Informationssystem hacken. Ich weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Nicht mal andere Mitglieder des Teams. Dann wissen Sie, wer Lilly ist. Ja, wir alle versuchen sie zu finden. Hatten aber noch kein Glück. Deswegen sind sie hier. Genau. Aber wenn sie mir dabei nicht helfen können, gibt es nichts mehr zu besprechen. Viel Glück. Hey, Moment. Wir könnten uns trotzdem gegenseitig helfen. Dann mal raus damit. Kommen Sie, es gibt hier eine Menge Sachen, die Sie wahrscheinlich gut gebrauchen könnten. Die können Sie haben, als Dank für vorhin. Kommen Sie wieder, wenn Sie meinen Vorschlag hören wollen. Irgendwie finde ich...
Gronks ist Synchronstimme da gar nicht passen. No way, dann Gronk, aber das ist nicht so. Fühle ich nicht so. Ich mag Gronk-Stimme eigentlich, aber irgendwie passt der hier nicht rein. Hört sich ein bisschen zu aufgesetzt an. No front. Kuss an Gronk trotzdem. Gut, ich bin ganz Ohr. Wie können wir einander helfen? Sie müssen für mich einen Server im Markt neu starten. Einfaches Ding, solange keine dieser Monster in der Nähe sind. Er befindet sich hier. Moment, ich habe noch nicht zugestimmt. Was springt für mich dabei raus? Wenn Sie das erledigen, kann ich alle Vorratskisten für Sie öffnen. Und was haben Sie davon? Wenn Sie den Server aktivieren, finde ich vielleicht einen anderen Weg hier raus. Es gibt wirklich einen Weg, Union zu verlassen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf den Versuch lasse ich es ankommen. Sie haben den Kontakt zum Stem verloren. Wir sind abgeschnitten. Wenn wir den Kern nicht finden, sterben wir alle hier drin. Falls ich keinen anderen Weg finde. Wie ist das möglich? Soll ich Ihre Zeit wirklich mit technischem Kauderwelsch vergeuden? Ich muss ihn nur einschalten? Warum ist der Server überhaupt offline gegangen? Sie müssen nur wissen, dass ich es versuchen kann, wenn Sie den Server einschalten. Schauen Sie sich um. Draußen fällt alles auseinander. Dass überhaupt was funktioniert. Andererseits könnte Mobius ihn auch selbst abgeschaltet haben. Die haben echt für alles irgendwelche Notfallprotokolle. Und Sie stellen die Entscheidung des allmächtigen Mobius in Frage? Hey, ich bin gerne Fußsoldat. Aber wenn ich entbehrlich werde, tja, dann suche ich nach dem Ausgang, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, tue ich. Also, helfen Sie mir oder nicht? Klar. Aber erstmal beklaue ich dich. Was? Hab doch gar mit dem gelabert. Oh. Was ist das? Verschlossen. Aber ich könnte sie öffnen, wenn sie mir helfen. $19,000 leider. Ja, mach ich gleich. Oh. Gucken, dass ich da draußen nichts vergessen habe. Oh, ich höre so eine alte. So eine ist das. Ja! Ting, 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 ting. Du Scheiße! Da ein bisschen unexpected. Was ist er denn? Was macht ihr denn da jetzt? Oh, Junge, wie er angesprungen kommt, Alter. Sick. Danke. Gib mir nicht Ruhe. Miststück. Oh, Tasche verschrott mit dem Mund. Nö. Komm mal gucken. Kommen Sie, kommen Sie. Hier gibt es gratis Sachen. Nein. Ich schlitz dich auf. Oh, oh, oh.
Komm, 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 ja, komm, komm näher. Oh, da hab ich dich. Let's go. So. Da werde ich damit gerechnet, dass irgendwas von oben runtergesprungen kommt, nur um die Ecke. So, er läuft doch hier mit den Verbesserungen. Was haben wir hier? Boah. Castellanos kann ja klettern, ich kann's nicht glauben. Was geht's denn hier hin? Weiß ich noch nicht. Ich rein. Auf Kurs nicht. Aber ich kann mir noch eine Spritze reindrücken. Was hier durch? Nope. Hotel Sanctuary. Da kam ich her, ne? Oder? Kam ich her? Nee. Da, wo ich herkam, war da so ein Leichenstapel. Warum hast du nichts? Nee. Oh, allmächtiges Auge, wo auch immer du bist. Segne uns in deiner Allwissenheit. Keine Statuen auf dem Baum oder auf dem Dach irgendwie zum Abschießen. Hier ist aber nicht Hauptquest, oder? No. Oh. Ein schön gemütliches Feuer hier. Das nimmt man doch gerne nach so einem harten, anstrengenden Tag. Ey, mit der Rotze. Ey, lange Rotze. Der Ringe, Ringe, Rotte. Ringe, Ringe, Rotte. Das ist Fuji-Wasser. 100 Jahre unberührt. Ja, damit. Was ist das? Eine Hand. Die nehme ich auch. Gib mir noch mehr Körperteile. Jetzt gib mir noch einen Fuß. Ich sag den Fuß. Dann hat einen Kopf. Dann noch einen Fuß. Na gut. Oh, wird die Musik jetzt so krass. Ich wollte nur einen Fuß haben. Schlüssel. Fuck. Hände hoch! Hier spricht Officer Castellano. Guck mal, hier ist noch so ein Foto. In der Bar war eins und hier. Stimmt alles von dem Endboss, Heini da. Müssen wir uns merken, Hotel und Bar. Bar. Ich hab den Bar, wie Ar, gleich Ar. Dachte, vielleicht ist da noch was, aber das ist gar nichts. Okay. Was? Achso. Loot für die Welt. Kommt das Auge näher?